Wir staunen eigentlich, in wie vielen Bereichen des Lebens wir mit Biotechnologie zu tun haben. Es fängt an mit dem Abwasser, was gereinigt wird, mit dem Trinkwasser, was für uns gereinigt wird. Es streckt sich über den Lebensmittelbereich. Viele Lebensmittel, die wir essen, werden durch Mikroorganismen, durch biotechnologische Prozesse hergestellt. Wir können durch Mikroorganismen wichtige Medikamente gewinnen. Und so haben wir eigentlich im täglichen Leben oft mit Biotechnologie zu tun, ohne dass uns das vielleicht im Einzelnen so bewusst ist. In unserer Forschung befassen wir uns eigentlich damit, Mikroorganismen für technische Prozesse fit zu machen und einzusetzen. Wie bei Kindern gibt es unter den Mikroorganismen natürlich auch schwarze Schafe. Wir haben einige Krankheitserreger, aber die meisten Bakterien, die meisten Mikroorganismen sind gut, sind sehr nützlich. Jeder von uns hat ungefähr 1 Kilogramm dieser Mikroorganismen in seinem Körper. Sie helfen uns dabei, unsere Nahrung zu verdauen. Und so machen Mikroorganismen eigentlich auf der ganzen Welt ständig, täglich, in jeder Sekunde sehr, sehr viele nützliche Dinge. Und die versuchen wir in technischen Prozessen zu nutzen, um zum Beispiel Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen herzustellen. Also die Grundidee der Nachhaltigkeit ist es, erdölbasierte Prozesse in irgendeiner Form durch biologische Prozesse zu ersetzen. Also weg vom Öl hin zu nachwachsenden Rohstoffen. Einer der bisher am meisten unterschätzten Rohstoffe ist Lignin. Lignin wird bei der Papierherstellung gewonnen, fällt als Abfallstrom an, wird aktuell verbrannt. Wir behandeln das Lignin vor, können es dann den Bakterien als Substrat mit in so einen Bioreaktor geben. Die Zellen sind in der Lage, durch ihre Stoffwechselwege die Aromaten, die im Lignin stecken, umzusetzen. Und wenn sie das erfolgreich tun, dann wird aus dieser ja recht dunklen und auch giftigen Brühe am Ende ein Produkt, das schlussendlich zu einem Kunststoff verarbeitet werden kann. Im letzten Schritt bringen wir nun in einer Polymerisationsreaktion die zwei Komponenten des Polymers zusammen. Man sieht das hier in zwei Schichten und an der Grenzfläche kann ich nun den fertigen Nylonfaden herausziehen, der später zu beliebigen Produkten im Textilbereich, aber auch für die Nylon-Gitarrenseite eingesetzt werden können. Ein weiteres wichtiges Ziel unserer Forschung ist es, die Mikroorganismen, die wir auf natürliche Art und Weise überall in der Natur finden, in kleine Minifabriken umzuwandeln, die das, was wir möchten, eben mit sehr, sehr hoher Reinheit und sehr, sehr hoher Effizienz auch herstellen können. Wir arbeiten an biobasierten Kunststoffen, wir arbeiten an wichtigen Inhaltsstoffen wie Omega-3-Fettsäuren, wie Vitaminen, wie Aminosäuren, die quasi in Medikamenten und auch in Lebensmitteln eingesetzt werden. Und wir arbeiten auch an Wirkstoffen, die wir mit Hilfe dieser Mikroorganismen, dieser Minifabriken, wie wir sie dann nennen, herstellen können. Omega-3-Fettsäuren sind extrem wichtig für die Gesundheit des Menschen, besonders für das Gehirn und das Kreislaufsystem. Die Hauptquelle von diesen Omega-3-Fettsäuren ist Fisch. Fisch ist einfach ein schwieriges Produkt. Man muss es in die Meere rausfangen gehen. Es ist dementsprechend nicht nachhaltig und deswegen suchen wir eine Alternative, um diese Fettsäuren herzustellen. Dafür nutzen wir die Hefe Jarobia lipolytica. Die Hefen werden hier bei uns im Labor kultiviert und wir untersuchen deren Wachstum und sehen, in welchen Bedingungen sie am besten wachsen. Danach analysieren wir deren Inhalt und gucken mit modernen Analysemethoden, wie viele Fettsäuren sie im Endeffekt gemacht haben. Das versuchen wir dementsprechend zu optimieren. Im Endeffekt können diese Omega-3-Fettsäuren dann anderen Nahrungsmitteln hinzugefügt werden oder einzeln als Nahrungsergänzungsmittel den Menschen zur Verfügung gestellt werden. Also unsere Forschung ist eine sehr angewandte Forschung. Wir bauen natürlich auf vielen wichtigen Grundlagen auf, die wir auch selber natürlich in unseren Projekten auch selber erforschen und bearbeiten. Aber das eigentliche Ziel von unseren Arbeiten ist am Ende tatsächlich ein neues Verfahren, ein neues Produkt bereitzustellen, das wir dann auf den Markt bringen können mit Hilfe unserer Partner. Das heißt, die Zusammenarbeit mit nationalen, internationalen Forschungspartnern und auch mit Industriefirmen spielt bei uns eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und das hilft auch den Studenten, Studierenden in unserem Arbeitskreis und auch den Doktorandinnen und Doktoranden, Erfahrungen zu sammeln, die sie dann in ihrer späteren Karriere, in ihrem Berufsleben dann weiterverwenden können.